Neujahrswünsche. Ja, wir sind heute in der besonderen Zahl 11 der Gerechtigkeit und wir gehen in die zwölfte Rauhnacht dann mit dem morgigen Tag Silvester am 31.12. hinein. Ja, und die Aktivistin Mutter Teresa hat sich mir schon gestern gezeigt mit den Botschaften, die jetzt in diesem Video folgen möchten. Sie möchte uns mitteilen, jetzt zum Silvesterübergang in das kraftvolle Jahr 2024 deinen Mut zu aktivieren, damit dementsprechend auch du dich selbst belohnst mit deiner Wertschätzung, Selbstachtung, mit deiner Kraft, Macht, Lust in 2024, dem Drachenjahr, natürlich friedvoll. Der Heilige Geist wird dich beflügeln, dementsprechend mit warmen Gefühlen in einer Meditation hinein in die Welt zu sprechen und dementsprechend alle mit dieser Botschaft zu beflügeln und glücklich zu machen. Ich wünsche euch, dass ihr Frieden findet. Ich wünsche euch Wohlergehen. Öffnet dein Herz. Das sind keine Zufälle. Ich habe die gemischt und jetzt dementsprechend so ausgelegt. Ich beschäftige mich immer, ja. Frühmorgens oder manchmal auch in der Nacht mit dem darauffolgenden Tag der Raunächte in dieser Energie, in dieser vorherrschenden Energie des stattfindenden Rauhnacht. In dem Fall war es in der zehnten Rauhnacht kamen schon die Karten für die Gerechtigkeit, die elfte Rauhnacht und dem Silvesterübergang zwölf, dem Gehängten. Und da ist die Spiegelung zur thomas wintersonnwende am 21. Und da beginnen für mich auch die Rauhnächte, zwölf Tage lang. Und jetzt am Silvestertag, am morgigen 31.12., sind wir eben in dieser Zwölf, dem Gehängten der zwölften Rauhnacht, der Silvesternacht. Und es hat alles seinen Sinn. Diese alten Gebräuche sind dementsprechend auch richtig und wichtig ausgelegt. Die 21 im Tarot ist die neue Welt. Und am 21. sind wir in das Licht gegangen, in die Wintersonnenwende, wo die Tage wieder länger werden. Und somit jetzt geht es in, dann morgen in die Silvesternacht hinein, in die zwölfte Rauhnacht und am Neujahrstag der 13 dürfen sich dementsprechend auch die Wünsche erfüllen, vor allem für das, was man in 2023 im siebener Jahr alles geleistet hat und ausgesät hat dementsprechend, damit alles seinen gerechten Ausgang in der 11 1 plus1 gleich Liebe findet. Ja. Wir alle machen unsere Lernerfahrungen und dürfen die auch dementsprechend weiterentwickeln. Und dazu kam das ewige Netz aller Dinge, alles ist miteinander verbunden im Alleinsein. Du kannst hier einfach stoppen und es in Ruhe immer wieder nachlesen. Was darfst du dementsprechend in das Netz hineinwerfen an? gerechten Ausgang. Was ist für dich gerecht? Bleibe in deiner Geduld und übe dich täglich eben auch in dieser Geduldsmeditation. Damit der Wunschbrunnen sich erfüllt, ja aus dem siebener Jahr heraus, alles, was du da gesät hast, darf jetzt im Drachenjahr, im achter Jahr 20, 24 in die Erfüllung gehen. Und dazu sagt die heilige Agnes von Rom: Keine Kompromisse, sei echt und wahrhaftig zu dir selbst, sei klar, überwinde die Hindernisse und komme eben in deine Dankbarkeit, in das Dankbarkeitsgebet hinein, damit sich die Freiheit in dir entfaltet und somit dementsprechend auch nach außen getragen werden kann. Natürlich immer über das Herz. Die Seele spricht immer über dein Herz. So werde wie ein Kind und spiele deine ureigene Lebensmelodie. Und wenn du die spielst, ja, dann stellt sich dementsprechend das Lachen und das Lächeln in dir ein und dann wird auch dein Herz dementsprechend vor Freude hüpfen. Und wenn du so durch diese Welt hinausgehst und diese kraftvollen Rauhnächte, die du jetzt noch im siebener Jahr, jetzt in das neue Jahr hineinträgst, dementsprechend deiner inneren Weisheit vertrauen, deiner Intuition folgen. Und es ist witzig: die anderen Karten haben den Hirsch, der uns immer auf den goldenen Pfad, gerade in der dunklen Zeit der Rauhnächte führt wirst du mit den Herausforderungen des Lebens sehr wohl und sehr gut umgehen. Sei dankbar für alles, was geschieht und was dir über den Weg dementsprechend stolpert, denn genau daraus wirst du deine Lebenslektionen erhalten und auch dementsprechend lernen und weiterentwickeln. Und von Chiro. Machetti kamen dann folgende Botschaften als Belohnung. Das neue Jahr, kraftvoll, machtvoll in der Acht. Jetzt haben wir gerade sieben Minuten siebend, schließt sich eben dementsprechend mit der zwölften Rauhnacht. Die Quersumme ist die 7-7 am 31.12.2023 und diese sieben wird dich in das neue Jahr schwungvoll mit einem guten rutsch mit der erfüllung in 2024 deiner wünsche deine herzenswünsche begleiten und dir genau den richtigen weg aufzeigen welche tür sich schließt und welche tür sich jetzt öffnet denn deine zeit deine neue zeit beginnt Jetzt mit dem Ersten, Ersten, auch wieder die elfte der Gerechtigkeit, 2024 im Rat des Schicksals. 1 plus 1 gleich Liebe und 2024 sind wir in der Quersumme 10. Alles beginnt jetzt dementsprechend neu, im ewigen Netz aller Dinge. Und deine Wünsche... Werden sich genau dementsprechend dem, was du im siebener Jahr gepflanzt hast, über diese Sil Silvesternacht, über deine Meditationskraft erfüllen, sei dir dessen gewiss. Und erinnere dich immer wieder daran, in die Geduld, in das Wissen deiner Lernerfahrungen, hineinzugehen und dementsprechend deine Gefühle im Herzen auf den Punkt zu bringen. Die Herzkammer, die Sinuskammer, das ist der Punkt, 100 Grad. Friedvoll, denn die Aktivistin, wenn sich zeigt, Mutter Theresa ist es automatisch eine Belohnung für das, was du dementsprechend in deine Welt hinausgetragen hast. Voller Liebe, voller Licht, friedvoll, wahrhaftig mit dir selbst und das mit einem Lächeln. Und dann wird sich dein Vertrauen, deine Intuition dementsprechend auch auszahlen, bereichern, und verwirklichten Namaste und eine ein wundervolles gutes neues 2024 im Drachenjahr Namaste Claire